wir reden über den Materialismus der Aufklärung und die Aufklärung ist ja das Zeitalter der Vernunft, des rationalen Denkens. Und heute wird Vernunft und rationales Denken, wenn man überhaupt darüber redet, oft belächelt. Also wenn jemand sagt, ich weiß die Wahrheit oder auch nur es gibt die Wahrheit, gilt das oft als suspekt, weil ja, die Welt ist chaotisch und komplex und einen Wahrheitsanspruch zu stellen, gilt oft als naiv oder anmaßend oder wird sogar direkt als Lüge abgetan. Und die einzigen, die sich scheinbar von Wahrheit zu reden trauen, abgesehen von den Marxisten, sind irgendwie so die Kirche und Verschwörungstheoretiker. Aber das zeugt in Wahrheit nur vom Verfall des Kapitalismus, in dem wir leben. Das System geht nieder, keiner hat irgendeinen Plan, keiner außer uns versteht, was passiert. Und die bürgerlichen Wissenschaften, die Institutionen und auch die Ideologien sind einfach ganz offensichtlich verrottet. Sie geben keine klaren Antworten darüber, was passiert, sondern lügen oft wie gedruckt und völlig bewusst, erzählen Unwahrheiten und stiften Verwirrung. Aber historisch gesehen war der Kampf um Vernunft und um die Feststellung, dass die Welt Gesetze hat und dass sie verstanden werden kann, ein riesiger Fortschritt in der Menschheit. Und die Wiederentdeckung von Wahrheit, die nicht aus der Bibel kommt, und von Vernunft und von Wissenschaft ist eigentlich auch noch gar nicht so lange her. Nämlich mit der Aufklärung und der Renaissance und mit diesem Aufbruch aus dem Mittelalter wurde das alles überhaupt erst erkämpft. Und diese Wiederentdeckung des Materialismus, die damals stattgefunden hat, war das Ergebnis der Entwicklung der Produktivkräfte. Also dieser Materialismus der Aufklärung fällt daher nicht zufällig zusammen mit dem Aufstieg des Kapitalismus. Und genauso wie wir die Französische Revolution und die glorreichen bürgerlichen Revolutionen als ein wichtiges Erbe unserer revolutionären Geschichte anerkennen und die besten Lehren daraus auch mitnehmen wollen, um die Geschichte zu verstehen, gilt das Gleiche auch für die Revolution in den Ideen, in der Ideengeschichte und die Philosophie der Zeit. Es ist zwar kein mechanisches Verhältnis, das zwischen Wirtschaft und Philosophie besteht, aber auf jeden Fall kann man sagen, dass der Aufstieg und der Niedergang von bestimmten Wirtschaftssystemen und von Klassen die Grundlage bildet, auf der auch bestimmte Ideen entstehen, sich entwickeln und wieder den Weg zu besseren und neuen Ideen gebahnt haben. Genau, und dieser Materialismus der Aufklärung fällt also zusammen mit dem Aufstieg der Bourgeoisie. Und zur Zeit der Aufklärung war die Bourgeoisie die Klasse, die die Ideen der Aufklärung eben genutzt hat, ihnen Leben eingehaucht hat, sie auch inspiriert hat und sie befeuert hat. Und die Ideen der Aufklärung waren die Ideen letztendlich der Französischen Revolution. Heute ist das Proletariat die Klasse, die den nächsten Fortschritt der Weltgeschichte erringen kann und die Wahrheit, die derzeit höchste mögliche Form des Wissens tatsächlich auch vertreten kann. Und mit diesem Mindset müssen wir auch an die Philosophiegeschichte rangehen. Das heißt, Philosophiegeschichte studieren heißt einfach einen wichtigen Teil der gesellschaftlichen Entwicklung studieren und das Revolutionäre und Wertvolle dieser Geschichte bewusst zu unserem ideologischen Waffenarsenal hinzuzufügen. Um ein bisschen das einzuordnen, wir befinden uns jetzt im 16., 17. Jahrhundert und was ist da gerade die Lage? Also man muss sich vorstellen, jahrhundertelang hat die katholische Kirche im Westen die ganze Gesellschaft ideologisch bestimmt. Die Theologie hat in den Ideen die damalige Gesellschaft verkörpert, also ein top-down-ideologisches System hat entsprochen diesem großen Adel, der Kirche, den Fürsten und dann darunter die Untertanen und das alles basierend auf so einer bäuerlichen Wirtschaft vor allem. Und im geistigen Leben der Menschen war der christliche Glauben, im Abendland zumindest, einfach absolut gesetzt. Also die Macht der Kirche und ihre absolute Autorität hat bedeutet, dass sie bestimmte Ansichten und Vorstellungen, die uns heute jetzt als gar nicht besonders diskutierenswert oder so erscheinen, als wesentlich Stütze ihrer Herrschaft gesehen. Zum Beispiel das geozentrische Weltbild, also der Glaube, dass die Erde der Mittelpunkt des Universums sei. Also Aristoteles und das ptolemäische Weltbild waren einfach unanfechtbare Autoritäten und wenn man das kritisiert hat, dann war das ein direkter Angriff auf die Autorität der Kirche. Und die Lehre, die damals geherrscht war, Wahrheit und Erkenntnis sind Gott gegeben. Nur dank göttlichen Input können wir überhaupt irgendwas erkennen in der Welt. Das heißt, man kann nicht durch Wissenschaft und Experiment und durch Beobachtung der wirklichen Welt etwas wissen, sondern alle Wahrheiten sind nur durch die Heilige Schrift und durch göttliche innere Prinzipien, die Gott uns eingepflanzt hat, überhaupt erkennbar.
Und das ist natürlich nicht sehr zuträglich für die Wissenschaft. Also wenn man nur die Bibel und die eigenen Gehirnfabrikate die ganze Zeit untersuchen kann, statt sich der realen Welt zuzuwenden, dann kommt man nicht auf sehr viele neue Dinge drauf. Aber Ansichten, die dem widersprochen haben, wurden sehr streng verfolgt. Das heißt, es gab von den Herrschenden ein striktes Zensurregime und Verfolgung von abweichenden Ideen. Und die Methoden der Zensur, also die war vor allem am Anfang, vor allem kirchliche Organe, Institutionen, die diese Zensur durchgeführt haben, damit beauftragt waren. Die Methoden der Zensur waren beispielsweise regelmäßige so Raids von Buchläden, einfach um zu schauen, ob da ja keine feindlichen Ideen ausgehängt werden. Verfolgung auch von Verlegern, die es gewagt haben könnten, kritische Ideen zu drucken. Leute wurde halt mit Exkommunikation aus der Kirche gedroht und das auch durchgesetzt, was halt in Wahrheit Ausschluss aus der Gesellschaft bedeutet hat. Aber Leute mussten natürlich auch ins Gefängnis bzw. in den Kerker gehen. Und auch Verbrennungen am Scheiterhaufen hat es tatsächlich gegeben. Bücher wurden beschlagnahmt. Am ehesten hat man so noch in den Niederlanden, wo die erste bürgerliche Bewegung, die erste Republik irgendwie auch entstanden ist, drucken. Und dann hat man diese Bücher halt heimlich durch ganz Europa schmuggeln müssen. Und viele Denker, die neue Ideen vertreten haben, mussten auswandern, ins Exil gehen, vor den Behörden eben flüchten. Und wer damals materialistische Ideen oder gar atheistische Ideen oder atheistisch anhauchende Ideen vertreten hat, der wurde halt verfolgt und war ein Ausgestoßener. Das heißt, es hat tatsächlich auch viel Mut dazu gehört, fortschrittliche Ideen zu verteidigen. Mein tragisches Beispiel ist Giordano Bruno, der 1548 bis 1600 gelebt hat, ein Mathematiker und Physiker, der gesagt hat, das Universum ist unendlich, hat schon immer bestanden und dieses traditionelle Weltbild kritisiert hat. Der musste zuerst aus Italien fliehen, weil er wegen Ketzerei angeklagt wurde, ist dann de facto sein ganzes Leben in Europa hin und her gereist, immer sozusagen auf der Flucht und letztendlich, noch bevor er 50 Jahre alt war, wurde er inhaftiert, in Venedig in einen Kerker geschmissen und nach 7 Verhören haben sie ihm abgerungen ein Geständnis, dass er seine ganzen Ansichten zurücknimmt und dann haben sie ihn trotzdem verbrannt. Genau. Aber in dieser alten Gesellschaft haben sich die Produktivkräfte weiterentwickelt, es sind Handelsstädte entstanden und die Seefahrt ist aufgeblüht und die Kapitalisten, die aufsteigende Bourgeoisie, sind entstanden und für diese sich entfaltende Wirtschaft waren neue Entdeckungen der Wissenschaft und der Technologie wichtig. Also sie haben es für die Seefahrt und für die Industrie und so weiter gebraucht. Und in dieser Zeit sind auch viele wissenschaftliche Zweige, die wir heute kennen, überhaupt erst entstanden. So etwas wie Geologie hat es nicht gegeben. Eine Chemie, nicht mehr eine Alchemie, sondern eine Chemie als Wissenschaft ist dann entstanden. Später dann die Entdeckung der Elektrizität hat es auch davor nicht gegeben und so weiter. Das heißt, diese aufsteigende Klasse der Kapitalisten hatte tatsächlich auch ein Interesse daran, diese neuen Wissenschaften zu benutzen. Und deshalb musste die Kirche auch immer mehr so Zugeständnisse machen und hat immer mehr so Rückzugsgefechte geführt und stückweise Teile dieser Ansichten, die sie irgendwie akzeptieren konnten und mit Gott vereinbaren konnten, so langsam aufgenommen. Und der erste wichtige philosophische Schritt der Aufklärung war die Loslösung der Wissenschaft und der Philosophie von der Theologie. Also davor war das halt alles eines und man hat irgendwie dann die Philosophie und Wissenschaft als neuen eigenen Zweig überhaupt erstmal losgelöst von der Kirche. Das heißt, man hat Gott und dieses Zwangskorsett der christlichen Religion beiseite geschoben, um ungehindert die Natur und die realen Dinge betrachten zu können. Und dabei waren die ersten so Pioniere dieser Ideen, selbst teilweise oder großteils sogar selber noch gläubig, aber sie haben halt gesagt, wir können nicht nur die Bibel studieren, so Gott hat eine Nische, aber wir müssen auch die Welt anschauen. Und dieser Platz, den sie Gott noch zuerkannt haben, war halt völlig reduziert. Beispielsweise der englische Materialist Francis Bacon hat gesagt, ja, Gott hat dann zuerst mal die Naturgesetze geschaffen, aber es ist eher unwahrscheinlich, dass er, nachdem er die Naturgesetze geschaffen hat, sich danach ständig mit irgendwelchen Wundern noch einmischt. So, also er hat mal die Welt geschaffen und dann läuft die Welt einfach nach den Naturgesetzen ab. Und die wichtigste und am meisten geschätzte Disziplin in der Zeit war die Mathematik. Also das war die Wissenschaft, die man auch damals am meisten gebraucht hat in den Entdeckungen, die Mechanik. Und die Materialisten, die zu dieser Zeit eben die Bühne der Philosophiegeschichte betreten haben, hatten ein sehr mechanisches, ein mechanistisches Weltbild. Das heißt, sie haben die ganze Welt, einschließlich der Menschen selber, als Maschinen gesehen, wie Uhrwerke, wie eine gut geölte Maschine. Und das war das Zeitalter, wo wir jetzt irgendwie so anfangen, in die philosophische Tiefe ein bisschen zu gehen. Das war das Zeitalter auch der englischen Revolution.
wo vor allem so ein naturwissenschaftlicher, naturphilosophischer Materialismus entstanden ist. Und das Verhältnis der Philosophie zu der Kirche war in England nicht so extrem zugespitzt. Also die anglikanische Kirche hatte sich schon abgespalten von der katholischen Kirche. Und die englischen Materialisten hatten sehr stark die Nützlichkeit der Philosophie und Wissenschaft für den Menschen und für die Industrie im Blick. Zum Beispiel Francis Bacon schreibt, das wahre und legitime Ziel der Wissenschaften aber besteht darin, das menschliche Leben mit neuen Erfindungen und Hilfsmitteln zu bereichern. Und das entsprach auch der englischen Bourgeoisie, die später zum Herzland des Kapitalismus irgendwie geworden ist, die industrielle Revolution beherrschen sollte. Und Francis Bacon, wir sehen hier, da 1561, 1621 hat er gelebt, war so der Paraderepräsentant dieses neugeborenen Materialismus in England. Ich würde sagen, es war so ein fröhlicher Materialismus, der die Aufstiegszeit der Bourgeoisie in gewisser Weise wiedergespiegelt hat. Marx und Engels haben zum Beispiel über Bacon geschrieben, in Baku als seinem ersten Schöpfer birgt der Materialismus noch auf naive Weise die Keime einer allseitigen Entwicklung in sich. Die Materie lacht in poetisch-sinnlichem Glanze den ganzen Menschen an. Die aphoristische Doktrin selbst wimmelt dagegen noch von theologischen Inkonsequenzen. Also wie schon gesagt, Bacon selber war noch religiös, war ein Christ, aber er hat irgendwie für alles, was relevant war für die Wissenschaft, einfach die Materie als das Zentrale anerkannt, und zwar die Materie in Bewegung. Bacon selber hat noch vor der englischen Revolution so gelebt, aber es war schon diese neue Zeit und die neue Wissenschaft deutlich spürbar. Und er hat einen tiefen Hass auf diese mittelalterlichen theologischen Scholastiker gehabt, die die Philosophie jahrhundertelang dominiert haben und über die er sich sehr oft aufregt. Also die Wissenschaft seiner Zeit läuft seiner Meinung nach einfach komplett falsch. Er schreibt, die jetzt gebräuchliche Art des Experimentierens ist blind und dumm. Und dann sagt er auch, der Ingenieur, der Mathematiker, der Arzt, der Alchemist und der Magier pflegen sich in die Natur einzumischen, aber alle, wie die Dinge jetzt stehen, mit mäßigem Einsatz und geringem Erfolg. Das heißt, anstatt sich der realen Welt zuzuwenden und zu experimentieren und die Natur zu beobachten, um daraus Schlüsse zu ziehen, regt er sich auf, dass halt alle mit alten, abstrakten Begriffen operieren. Und die Scholastiker haben halt ewig lange Debatten über irgendwelche Begrifflichkeiten geführt, völlig losgelöst von der Welt. Im Grunde Sprachspiele, also ich stelle mir das vor wie so kirchlich regulierte Diskussionen über Gendern irgendwie die ganze Zeit. Und diese Begriffe, die die Scholastiker verwenden, sind eben der Meinung von Bacon nach ganz falsch von den realen Gegenständen abstrahiert, und man muss deshalb zu den Basics zurückgehen, zu den Beobachtungen der echten Welt. Und er stellt seine Methode den Scholastikern so gegenüber: Der eine stellt gleich am Anfang abstrakte und nutzlose Verallgemeinerungen auf, der andere erhebt sich stufenweise zu dem, was wirklich von der Natur bekannter ist. Genau, das heißt, Bacon geht klar davon aus, dass alles in dieser realen Welt Materie in Bewegung ist und dass man diese materielle Welt auch erkennen kann. Und seine Methode ist es vor allem, auf die direkte Beobachtung, die Sinneserfahrung und die Experimente sich zu verlassen und davon ausgehend streng, Schritt für Schritt, Schlüsse daraus zu ziehen. Das ist die induktive Methode. Und das ist eine wichtige Seite der Erkenntnis des Menschen, anzuerkennen, dass wir alle Dinge erfahren und alle Dinge, die wir wissen, zuerst durch unsere Sinneseindrücke und Empfindungen erfahren. Und das kann man auch einfach nicht leugnen, oder? Also ein Mensch oder ein Wesen, ein Lebewesen, das nie irgendwelchen Reizen ausgesetzt ist, das in völliger Sense Deprivation irgendwie ist, weiß nichts und wird verrückt und letztendlich stirbt sogar. Das heißt, diese experimentelle Seite von Bacon war extrem nützliche philosophische Stoßrichtung, die dieser frühe englische Materialismus und dann auch der Empirismus betont haben. Genau. Bacon selbst war noch nicht so starr dogmatisch. Wir haben gesagt, Marx und Engels, oder haben gesagt, so, es lacht in vollem Glanze und so weiter. Aber inzwischen hat sich auch die Entwicklung des Klassenkampfes in England zugespitzt, und 1642 bis 1649 gab es 7 Jahre lang einen Bürgerkrieg. Das war die eigentlich revolutionäre Entwicklung in Großbritannien. Ja, das war die englische Revolution in Wahrheit, in Form eines Bürgerkriegs. Damals war die Arbeiterklasse noch kaum vorhanden, also sie war eigentlich klein und unausgegoren, aber es gab eben die aufsteigende Bourgeoisie, die die Adelsmacht herausgefordert hat. Und in diesem englischen Bürgerkrieg führte Oliver Cromwell in seiner New Model Army eben gegen einen Krieg gegen die Macht des Königshauses. Und in seiner Armee waren halt wirklich auch revolutionäre, radikale Elemente, das waren so die Levelers und die Diggers, die gefordert haben, dass jedes Privateigentum an Grund und Boden aufgehoben werden muss und alle nur noch gemeinsam wirtschaften sollen.
Und Cromwell hat halt zu dieser Zeit tatsächlich die Monarchie besiegt in diesem Bürgerkrieg und die Republik ausgerufen. Aber es war halt eine sehr frühe Revolution, die Klassenverhältnisse waren noch ziemlich schwach ausgeprägt und die Anhänger der Monarchie wurden nicht komplett besiegt. Und Cromwell musste so zwischen den Kräften balancieren, hat nach links und nach rechts ausgeschlagen. Und als er gestorben ist, in den 1650er Jahren, nach seinem Tod, wurde die Monarchie wiederhergestellt. Und es war so ein Backlash. Und das war die Zeit, in der Thomas Hobbes geboren war, in dieser Zeit des Bürgerkriegs. Das war extrem prägend für ihn. Eine Zeit von Unsicherheit, von Krieg, wo man sich nicht darauf verlassen konnte, wer als nächstes an der Macht sein wird und wer morgen noch an der Macht ist. Es war ein bisschen wie die jetzige Zeit, also eine revolutionäre Periode. Und es gibt die Geschichte, dass Hobbes Mutter ihn aus Angst vor der Inquisition zu früh geboren hat. Und Hobbes hat später dann geschrieben, meine Mutter hat Zwillinge geboren, mich und die Angst. Und diese Angst und dieses Misstrauen und dieses negative Menschenbild, wo jeder Mensch nur nach Macht strebt und versucht, sich selbst zu retten, das durchzieht Hobbes Denken sehr stark in seinem Buch, berühmten Buch Leviathan. Das heißt, wenn Bacon der fröhliche Materialist war, dann kann man sagen, war Hobbes der grimmige Materialist. Und auch Hobbes ist ein Materialist, also für ihn ist irgendwie alles Materie und Materie in Bewegung. Und er sagt halt, sobald ein Körper in Bewegung gebracht worden ist, so wird er, wenn kein anderer Körper es hindert, sich immer weiter bewegen. Also einmal in Bewegung gebracht, einmal ist das Uhrwerk angestoßen und für immer läuft die Welt in Bewegung nach Gesetzen. Und es sagt, unsere Empfindungen und Sinneseindrücke und Ideen sind nichts anderes als mechanische, materielle Vorgänge. Also er stellt sich das so vor, er beschreibt das ziemlich genau. Da gibt es Objekte. Diese Objekte sind irgendwie in Kontakt mit lauter anderer Materie und diese Materien, Teile oder Schwingungen wirken auf unsere Sinnesorgane, die Augen. Und dann sagt er, da gibt es dann so einen Gegendruck, wenn sich die Materie an unsere Sinnesorgane reibt. Und das sind dann, und da so entstehen dann unsere Empfindungen und Ideen. Also ein sehr materialistischer Zugang zu, wie Ideen überhaupt entstehen. Nicht mehr Gott gegeben und nicht mehr eingeboren, sondern in einem mechanischen Vorgang. Aber es ist auch wichtig zu sehen, diese Art der Bewegung, die er sich vorstellt, das ist eine sehr mechanische Bewegung. Also es sind im Grunde, gibt es bei ihm vor allem Gegenstände, die aufeinander prallen und sozusagen immer nur so passiv auf Anstöße reagieren. So, da schubst das an und schubst das an. Das heißt, für Hobbes gibt es keine Unendlichkeit und keine ständige Veränderung, sondern so endliche, abgeschlossene Einzeldinge, die halt so aufeinander treffen. Er sagt zum Beispiel, wenn wir etwas unendlich nennen, so geben wir dadurch zu verstehen, dass wir den Umfang und die Grenzen desselben nicht fassen können, welches also ein Bekenntnis unserer Schwäche ist. Also er sagt, Unendlichkeit, Veränderung gibt es nicht, sondern halt recht fixe einzelne Dinge, die sich halt bewegen. Und ich meine, es ist auch heute noch so, dass die Vorstellung, also dass es sehr schwer ist für uns zu akzeptieren, dass das Universum und die Materie keinen Anfang und kein Ende hat. Also man sagt ja sogar, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Aber dass Dinge klar definierbar und abgegrenzt sind, bis zu einem gewissen Grad stimmt, oder? Aber es ist eine etwas einseitige Wahrheit, weil jedes einzelne Ding entsteht, verändert sich und vergeht auch wieder. Und die Grenze zwischen einem fix abgeschlossenen Ding und der Unendlichkeit ist eben eine fließende Grenze in Wahrheit. Aber genau diese Ansicht von klar abgetrennten, isolierten Einzeldingen hat auch völlig der mechanischen Wissenschaft, die man damals noch geführt hat, entsprochen. Also was waren das für Experimente, die sie gemacht haben? So Sachen irgendwo runterwerfen, anstoßen, Schwerkraft entdecken. Das war die Art der Wissenschaft, eine beobachtende Wissenschaft vor allem, weil man hat damals auch noch nicht die Werkzeuge gehabt, um wirklich in die Tiefe der Prozesse reinzuschauen. Man hat damals erst begonnen, so etwas wie Mikroskope und Teleskope zu verfeinern und zu entwickeln. Man hat die tiefen Prozesse, die Zellen und so weiter noch nicht erkannt gehabt. Man wusste noch nichts von der Evolutionstheorie, das heißt, man hat noch keine Beweise gehabt, ob alle Arten und Gattungen schon immer existiert haben oder ob sie von Gott geschaffen worden sind oder ob sie eben entstanden sind. Und das heißt, diese zentrale Vorstellung von Veränderung, die damals vorgeherrscht hat, war nicht eine evolutionäre und dialektische Veränderung, sondern sie haben halt immer gesagt, Veränderung ist eigentlich nur aufaddieren und abziehen. Addieren und subtrahieren. Mehr von das draufhauen und dann was von davon abzahlen. Das ist die Art der Veränderung, die sie gekannt haben. Hobbes hat zum Beispiel gesagt, wo also Zusammensetzen und Abziehen stattfindet, da ist auch immer die Vernunft anwendbar. Und im Gegenteil bleibt sie unanwendbar, wenn jenes wegfällt. Genau.
Ja, das ist eine natürliche ziemliche Beschränkung dieses Materialismus der Aufklärung, weil man so überhaupt keine Veränderung erklären kann. Also man kann nur so ein Uhrwerk, das immer im Kreis läuft, immer gleich und im Grunde unveränderlich ist, erklären. Und man kann nicht verstehen, wie sich zum Beispiel die Gesellschaft entwickelt und verändern kann. Diese quantitative mechanische Methode bezieht Hobbes natürlich auch auf die Gesellschaft. Also für ihn ist die Gesellschaft eine Summe von einzelnen Individuen, die aufaddiert werden. Das ist so, wie Margaret Thatcher viel, viel später gesagt hat, there is no society, es gibt nur Individuen. Man sieht auch daran, wie einflussreich diese mechanischen, empirischen Ideen bis heute bei der Bourgeoisie, insbesondere im anglosächsischen Raum, sind. Und dieses Individuum, von dem Hobbes redet, ist ein Kapitalist. Also er argumentiert immer aus einem Individuum, das nach Eigentum strebt und Sicherheitsgarantien für dieses Eigentum haben will. Er sagt zum Beispiel, so oft jemand ein etwas erträgliches Stück Landes besitzt, es besät und bepflanzt und bebaut hat, bekommt sein Nachbar Lust, ihn anzugreifen. Also das ist seine Vorstellung von der Gesellschaft. Deshalb hat er auch für so einen starken Monarchen argumentiert, einen starken König, der die Gesellschaft regeln soll. Er war gegen die Republik, weil das hat ihn irgendwie an dieses Chaos des Bürgerkriegs erinnert, von dem er überhaupt kein Fan war. Das heißt, man kann sagen, Hobbes hat die Ideen von Bacon systematisiert, aber eben auch eine gewisse Einseitigkeit und Starrheit hineingebracht. Genau, und diese Starrheit und diese Einseitigkeit, die hat sich in Wahrheit danach auch mit der Entwicklung der Gesellschaft nur noch verstärkt in seinem, kann man sagen, so dem nächsten wichtigen britischen streitbaren Materialisten, nämlich Locke, John Locke. Wir haben gesagt, so Bacon ist der fröhliche Materialist der aufsteigenden Bourgeoisie, Hobbes der grimmige Materialist, der schon die Angst vor den radikalen Massen in Cromwells Armee fühlt und den Bürgerkrieg gesehen hat. Und der letzte Materialist, den man hier besprechen kann, streitbarer Materialist, ein bisschen so agnostisch unterwegs, ist John Locke, der in Wahrheit wirklich so der kompromisslerische Empirist in Wahrheit war. Nach dieser kurzen Phase der Republik in England hat wie gesagt, die Monarchie wieder ist restauriert worden. Die Bourgeoisie war natürlich trotzdem nicht zurückzudrehen und die Bourgeoisie wollte aber nicht diese Massen loslassen wieder. Das heißt, sie haben einen Kompromiss geschlossen und einen Kompromiss mit dem Adel geschlossen. Die heutige konstitutionelle Monarchie, das ist das, was man so die angeblich Glorious Revolution nennt. Ein Klassenkompromiss 1688 zwischen der Bourgeoisie und dem Adel in Wahrheit. Und Locke war das ideale Kind dieser kompromisslerischen Zeit. Also seine ganze Philosophie zeigt schon diese Abgleitungsflächen und dieses Kompromisslertum, was halt typisch für die Phase der Bourgeoisie ist, wo sie nicht mehr revolutionär was Neues erkämpfen muss, sondern schon an der Macht ist und jetzt sich kompromisslerisch für den Erhalt dieser Macht balancieren muss. Locke gilt so als Begründer des Liberalismus und hat sich mit der konstitutionellen Monarchie angefreundet und war auch dessen ideologische Sprachrohr. Und dieses Kompromisslertum sieht man eigentlich in vielen Aspekten von seiner Philosophie. Also zum Beispiel zur Religionsfreiheit sagt er, ja, für Religionsfreiheit, für ziemlich alle, außer die Atheisten. So. Und dieser Empirismus, diese philosophische Strömung, die stützt, das ist so eine Philosophie, es ist eigentlich eher eine Methode als eine Philosophie, die sich nur auf Empirie, also auf direkt beobachtbare Beweise stützt und das, was man logisch daraus schließen kann und sonst nicht viel anderes. Und dieser Empirismus ist inhärent eklektisch, also zufällig. Also man kann diesen Empirismus, wenn man will, materialistisch interpretieren oder man kann ihm einen idealistischen Touch geben. Dieses Schwankende ist diesem Empirismus inhärent. So, Hobbes hat ja gesagt, da gibt es so Objekte, die wirken auf unsere Sinne und erzeugen Empfindungen, Erfahrungen und Erkenntnis. Aber Locke hat jetzt bemerkt, was ist denn überhaupt das Ding, was dieses Objekt, das auf uns wirkt, in Bewegung gesetzt hat? Was sind denn überhaupt die Ursachen für die Bewegung dieser Materie? Und er hat festgestellt, wir können zwar die Wirkungen von der Bewegung erkennen, wir können Sachen wie Sachen aufeinander wirken, aber wir wissen die primal causes, die dahinterliegenden Ursachen eigentlich gar nicht. Und er hat das tatsächlich auch aus dem damaligen Wissensstand argumentiert. Er hat gesagt, wir können leider noch nicht die weit wecken Objekte sehen und wir können leider noch nicht die sehr kleinen Dinge beobachten mit dem jetzigen Wissensstand. Und deshalb können wir die primal causes, die diese Bewegung auslösen und unsere Sinneserfahrungen erzeugen, nicht erkennen. Für ihn war das noch ein so, jetzt wissen wir es noch nicht, in Zukunft wird es die Wissenschaft vielleicht lösen. Er war da eher noch optimistisch. Aber er hat damit schon angelegt, dass seine Nachfolger das sehr idealistisch interpretiert haben. Weil die haben dann gesagt, so, okay, diese primal causes, die sind irgendwie so unbekannt und mysteriös.
Naja, vielleicht können wir diese Primal Causes überhaupt niemals erfahren. Und das ist Kants Position, oder? Von dem deutschen Idealismus, die über David Hume nach Deutschland zu Kant gekommen sind, wo man sagt, so, diese Ursachen, diese wahre Welt, die ist uns völlig unbekannt. Wir können nur unsere subjektiven, direkten Sinneseindrücke wirklich wissen. Alles, was dahinter ist, ist sehr mysteriös. Oder noch weiter gehen dann die subjektiven Idealisten, die sagen so, wieso sollten wir überhaupt irgendwelche Primal Causes annehmen? Wir streichen irgendwie die reale Welt gleich ganz weg und sagen, es gibt nur noch unsere Sinneseindrücke und nur noch unsere subjektive Erfahrung. Und so sieht man halt, wie dieser wankelmütige Empirismus direkt in den Idealismus abgleitet. Und bis heute ist dieser Empirismus eigentlich, würde ich sagen, die dominante Anschauung in der Naturwissenschaft. Also wir vertrauen unseren mathematischen Rechnungen, unseren direkten Beobachtungen und Experimenten, aber die Erklärung, warum diese Dinge passieren, da können wir uns nie ganz sicher sein. Das sind alles nur Hypothesen und vielleicht Wahrscheinlichkeitsaussagen. Das bekannteste Beispiel ist Karl Popper, oder? Das ist ein antimarxistischer Empirist aus dem 20. Jahrhundert, den vielleicht einige kennen. Und er hat immer dieses, da gibt es dieses berühmte Beispiel, das mit ihm assoziiert wird. Ich glaube, original kommt es gar nicht von ihm, aber anyway. Der hat so gesagt, ja, wir können 1000 weiße Schwäne beobachten und das direkt experimentell feststellen, aber wir können uns nie sicher sein, dass nicht der 1001. Schwan vielleicht schwarz sein wird. Darum ist jedes Wissen nur eine Hypothese und wir wissen nie, ob es wahr ist. Und ich glaube, was unsere Antwort sein musste, ist, wir müssen halt verstehen, warum Schwäne weiß sind. Wir müssen das Wesen und die tieferen biologischen Gesetze der Schwäne verstehen, um herauszufinden, ob das Weißsein etwas Essentielles von Schwänen ist oder ob es halt ein zufälliges nebensächliches Element ist. Zum Beispiel, ein Mensch kann auch blond oder schwarzhaarig sein, er ist trotzdem ein Mensch, oder? Aber ein Mensch kann nicht die DNA eines Schimpansen haben, das wäre etwas qualitativ anderes. Die Haarfarbe gehört also nicht zu den essentiellen Eigenschaften, was einen Menschen ausmacht, so. Und das heißt, wir müssen hinter die direkt beobachtbaren Fakten und oberflächlichen Dinge schauen, zu den dahinterliegenden Gesetzen und die Tiefe der Zusammenhänge verstehen. Genau, aber das tut der Empirismus nicht. Und so sehen wir, wie der Fortschritt des englischen Materialismus das Experiment gebracht hat, die Beobachtung der Natur, dass man sich die reale Welt anschaut, aber dass auch gleichzeitig diese rein mechanische, quantitative Anschauungsweise später dazu geführt hat, dass es idealistisch ist, verknöchert ist und nutzlos geworden ist. Und in Wahrheit eine ideale Philosophie für die heutige Bourgeoisie ist, weil man immer diese Hintertür offen hat, diese unbekannte reale Welt, vielleicht gibt es ja doch einen Gott und sich auch perfekt mit der Kirche beispielsweise arrangieren kann. Genau, aber dieser englische Empirismus und especially John Locke hat auch noch schöne Blüten getrieben. Die ganzen französischen Materialisten haben Locke gelesen und auch übersetzt und sie haben das Beste von ihm genommen und waren irgendwie inspiriert davon. Da komme ich irgendwie, keine Sorge, schon zu den Franzosen jetzt. Und das hängt damit zusammen, dass das fällt halt wirklich, man sieht es auch zeitlich zusammen mit der Vorbereitung und dem Aufstieg der französischen Bourgeoisie und der Vorbereitung der französischen Revolution. Diese französischen Materialisten des 18. Jahrhunderts, so ein Jahrhundert später kann man sagen, waren einfach die Ideengeber der französischen Revolution. Sie haben die Ideen von Locke aus England gelesen und eben ihr Ding damit gemacht. Also Plechanow beispielsweise, der russische Marxist, schreibt, die materialistische Philosophie des 18. Jahrhunderts war eine revolutionäre Philosophie. Sie war nur ein ideologischer Ausdruck des Kampfes der revolutionären Bourgeoisie gegen den Klerus, den Adel und die absolute Monarchie. Und weil die Kirche in Frankreich so übermächtig und unterdrückerisch war, hat sich unter den französischen Denkern, im Gegensatz zu den englischen Materialisten, so ein richtiger Hass gegen die Kirche entwickelt. Die Englischen waren jetzt auch keine Fans, sie haben die Kirche schon kritisiert und so mitunter, aber sie waren eher milde gestimmt bis gleichgültig, haben die Kirche teilweise sogar unterstützt. Hobbes hat gesagt, gute Herrscher sollten die Religion nützen für ihre Herrschaft. So. Aber die französischen Philosophen haben wirklich Berge von satirischen Texten und Büchern geschrieben, in denen sie die Kirche erbarmungslos durch den Kakao ziehen, sich über alle Pfaffen und so weiter lustig machen. Oft haben sie diese Texte unter Pseudonymen veröffentlichen müssen. Viele ihrer Bücher haben sie in den Niederlanden gedruckt und dann, oder in Deutschland teilweise, und dann halt heimlich nach Frankreich geschmuggelt, weil die Zensur und die ständige Angst vor der Verfolgung ziemlich stark war. Also in Frankreich war halt so die Jesuiten, wirklich so die Schocktruppe, eine richtige Gedankenpolizei. Und diese ganzen Philosophen in Frankreich, die waren selber oft in so Jesuiten-Colleges ausgebildet und haben dort offenbar diesen Dogmatismus ziemlich hassen gelernt. Und weil halt
die Zensur ziemlich stark war, und die Verfolgung auch, haben sich dann halt so Salons gebildet, wo man sich zu Hause bei Leuten, wo man wusste, die sind etwas gleichgesinnt, so fortschrittliche Adelige und Bürgerliche, hat man sich halt dort getroffen und sich bei extrem opulenten Mahlzeiten über radikale Ideen ausgetauscht. Ich habe mal so ein Koch, nicht so eine Mahlzeitliste gesehen, so ein Menü, das war wie viel Gänge mit extrem viel Wein, sauteuer. Genau, also sie waren nicht alle arm, Voltaire war zum Beispiel ziemlich reich, aber das heißt nicht, dass sie ein leichtes Leben gehabt haben, weil viele von ihnen mussten ins Exil fliehen. Und Diderot beispielsweise hat auch einige Zeit im Gefängnis verbracht, weil er die Autorenschaft für einen zu radikalen Text nicht verschleiern konnte vor den Behörden. Genau, man kann sagen, die englischen Materialisten haben halt vor allem diese Naturphilosophie betrieben und sich dann halt auch noch mit Ökonomie und Staatstheorie ein bisschen befasst. Und die Physik war zentral. Und bei dem englischen Materialismus war auch noch dieser Aspekt von dem passiven Empfänger von Sinneseindrücken, das passive mechanische Element, sehr stark. Aber die französischen Materialisten haben diesen mechanischen Materialismus genommen und auf die Gesellschaft angewandt und die existierende Ordnung wirklich einer harten Kritik unterzogen. Also für sie war der Mensch nicht mehr nur ein einzelnes Individuum, wie zum Beispiel bei Hobbes, sondern ihre Robinsonaden, ihre Theorien waren dann immer schon so, und wie das Individuum sich in einer Gesellschaft bewegt, geformt von der Gesellschaft. Das heißt, sie haben begonnen, nicht nur das passive, empfangende Element zu sehen, sondern sich auch auf die aktive Tätigkeit der Menschen begonnen zu konzentrieren. Auch sie hatten eine mechanische Vorstellung von der Welt und vom Menschen, aber sie wurden dadurch, dass sie sich mit der Gesellschaft so befasst haben, an diese Grenzen des mechanischen Weltbildes gedrängt und haben schon begonnen, es irgendwie versucht so zu hinterfragen, haben es aber nicht geschafft zu überwinden. Ich glaube, es gibt ein sehr eindrückliches Beispiel, wo man den Unterschied zwischen englischen und französischen Materialismus erkennen kann. Es gab mal so einen Mathematiker, der hat Locke einen Brief geschrieben, dem englischen Locke, und hat gesagt, was wäre, wenn wir einen Blinden nehmen, der noch nie was gesehen hat, und dieser Blinde kann durch seinen Tastsinn Würfel und Kugeln unterscheiden und weiß, was Würfel und was Kugeln sind durch seine Erfahrung. Was, wenn dieser Blinde jetzt plötzlich sehen lernt, zum ersten Mal die Augen öffnet und wieder sieht? Wird er dann sofort eine Kugel und einen Würfel auch unterscheiden können? Wird er wissen, was die Kugel und was ein Würfel ist? Und Locke hat dann tatsächlich darauf geantwortet und gesagt so, nein, er wird es nicht wissen, weil er weiß zwar, wie sich eckig anfühlt, aber er weiß nicht, wie das Verhältnis zwischen seinem Tastsinn und zu seinem Sehsinn ist. Er hat diese Erfahrung noch nicht, oder? Er weiß noch nicht, wie das im Zusammenhang steht, Punkt. Und Diderot hat gesagt, ja, stimmt, ein Blindgeborener, der plötzlich sieht, der wird es nicht sofort unterscheiden können. Aber eigentlich müssen wir uns noch mehr mit dieser Erfahrungssache beschäftigen. Oder wir können nicht einfach nur sagen, er hat noch keine Erfahrung, Punkt, sondern was heißt diese Erfahrung genau? Und er hat gesagt, zuerst müssen wir uns mal die Frage stellen, wie sieht ein Blinder überhaupt, wenn er plötzlich zu sehen beginnt? Zum Beispiel wird er noch nicht mal irgendeine Form von Tiefenschärfe haben, oder? Also da steht ein Haus in der Ferne, es ist quadratisch und dann schiebt man so einen Würfel rein und das schaut gleich groß aus. Der wird erstmal lernen müssen, was Tiefe ist. Und nehmen wir an, das hat er dann gelernt und er weiß jetzt, wie rund ausschaut, kann er dann vielleicht eine Kugel erkennen, okay, aber was ist mit komplexeren Gegenständen, die in seinem Alltag nicht gewohnt ist? Wird er Pantoffeln oder einen Schlafrock erkennen? Das sind die Beispiele, die er wählt. Und weil, dann sagt er, vielleicht nicht, weil die Pantoffel, die schaut nicht so wirklich dem ähnlich, für das es gedacht ist. So. Es schaut nicht so wirklich aus wie ein Fuß. Oder dann nimmt er das Beispiel von so einem Beret, ich glaube, das heißt so, das sind diese Mützen, die so Bischöfe tragen, die sind so viereckig und haben so einen Bommel oben drauf. Er sagt so, okay, dieser jetzt ehemalige Blinde, der wird vielleicht sehen, da ist es was Rundes und es ist zum Anziehen, ich schließe darauf, es ist für meinen Kopf, es passt drauf, aber dann wird er sich wahrscheinlich fragen, was sollen diese Ecken und diese Quasten? Und Diderot meint, er würde sich wahrscheinlich über den sogenannten guten Geschmack lustig machen, weil er halt keine Erfahrung und Praxis mit den gesellschaftlichen Ästhetikvorstellungen hat, oder? Das heißt, man sieht, oder, in diesem Unterschied so, die französischen Materialisten haben sich halt viel mehr mit dem realen Leben, mit der Gesellschaft und so, mit den Menschen irgendwie auch viel literarischer und poetischer befasst. So, sie schreiben halt auch viel blumiger. Genau, ja, und sie haben halt sich die Gesellschaft angeschaut und haben auch gesagt, der Mensch ist eine Maschine, alles ist mechanisch. Diderot hat gesagt, iss, verdaue, scheide aus und es entsteht ein kunstgerechter Mensch. So, das ist ein Mensch, eine Maschine. La Mettrie, einer der Materialisten, hat ein Buch geschrieben, das sogar heißt, der Mensch, eine Maschine.
Und diese menschliche Maschine bekommt Daten-Input, verarbeitet den Input zur Erfahrung und Empfindung. Aber, sagen Sie dann, so wenn jeder Mensch gleich ist und wie eine Maschine funktioniert, das heißt auch, wenn es in der Gesellschaft schlechte Ideen gibt, wenn es eine verkommene Moral gibt in der Gesellschaft und Unterdrückung und Ungleichheit, dann ist es eben nicht die Schuld der Menschen, sondern das muss heißen, sie haben irgendwie schlechten Input bekommen. Es muss an der Umwelt liegen. Das heißt, es muss der Fehler in der Gesellschaft sein, in der Erziehung liegen. Und wir müssen die Gesellschaft verändern, wir müssen den Menschenmaschinen besseren Input geben, damit sie bessere Menschen sein können. Das ist eine ziemlich radikale und gute Idee, so verändern wir die Gesellschaft. Aber das Problem ist, dass auch Sie eine sehr mechanische Vorstellung hatten und sich durch diese mechanische Vorstellung in einen Teufelskreis gebracht haben. Sie haben gesagt, es gibt eine unveränderliche menschliche Natur, die immer gleich ist. Und darüber sind halt die Sitten und Gesetze, die den Menschen formen. Und diese Sitten und Gesetze, das sind wie so zwei große mechanische Kugeln, die laut ihnen sich so gegenseitig wechselwirken. Die Sitten beeinflussen die Gesetze in einem Staat und die Gesetze beeinflussen die Sitten der Menschen und immer hin und her. Aber aus diesem Wechselspiel kannst du nicht erklären, wie sich die Gesellschaft verändert, oder? Es ist nur ein Hin- und Herwechsel. Du kannst nicht erklären, wie etwas Neues entsteht aus diesem reinen Wechselwirkung. Und deshalb widersprechen sie sich dann auch die ganze Zeit. So in einem Text schreiben sie, ja, es sind die Sitten, die Gesetze in einem Staat verursachen. Und in dem nächsten Text sagen sie, nein, es sind diese Gesetze, die die Sitten verursachen der Menschen. Und sie kommen auf keinen grünen Zweig. Und diese mechanische Vorstellung von Wechselwirkung, das ist eigentlich immer noch so voll dominant, oder? Wenn man in die Uni geht und jemand versucht, Dialektik zu erklären, dann sagen sie immer, ah, alles beeinflusst sich gegenseitig. Aber das ist überhaupt nicht, was Dialektik ist. Wechselseitige Beeinflussung ist nicht Dialektik, weil Dialektik ist die Erklärung von Entwicklung, von Fortschritt, von Geschichte, wie sich etwas fortbewegt und Entwicklungsformen annimmt. Nicht einfach nur ein Teufelskreis. Und dieser Teufelskreis ist ja auch genau dieses, was die Postmodernen immer sagen, oder? Die Sprache erzeugt Macht und die Macht erzeugt Sprache. Und woher entsteht dann Entwicklung und woher kommt diese Macht und woher kommt diese Sprache? Keine Erklärung. Genau, das ist das Problem der französischen Materialisten auch gewesen. Das heißt, mit dieser mechanischen Vorstellung von ihnen konnten sie nicht erklären, warum sich die Gesellschaft verändert und ob sie sich überhaupt verändert hat. Viele von ihnen, Holbach und zum Beispiel, ist halt immer, wenn er von ihnen versucht hat zu erklären, warum gibt es verschiedene Gesellschaften auf der Welt, hat er sich nicht angeschaut, wie haben sie sich historisch entwickelt, sondern hat immer aus den jetzt existenten Bedingungen der jeweils Gesellschaft geschaut, warum das so sein könnte. So, ah, dort ist vielleicht das Klima so und deshalb hat sich die Gesellschaft jetzt gerade so entwickelt oder so, nicht aus der historischen Entwicklung heraus gesehen. Und es gibt Gründe dafür, warum die französischen Materialismus diese Entwicklung noch nicht so gut sehen konnten. Einerseits war die Naturwissenschaft noch nicht so weit entwickelt, also man hat damals zwar bahnbrechende Entdeckungen gemacht, aber wie gesagt, die Geologie ist gerade erst entstanden, man wusste noch nicht, ob sich die Welt über viele Millionen Jahre wie entwickelt hat. Es gab noch keine Evolutionstheorie und sie konnten nur Spekulationen anstellen, ob es sowas wie eine Entwicklung der Menschen gegeben hat oder ob es Menschen immer schon gegeben hat. Diderot hat gesagt, ja, er ist sich ziemlich sicher, dass es so eine Entwicklung gibt, dass einfach Materie immer aufeinander geclasht ist und dann sind zufällig Würmer entstanden und dann sind zufällig Menschen entstanden. Aber es war nur so ein vager Gedanke. Und weil sie dieser Teufelskreis nicht, und genau, der andere Grund ist, sie konnten nicht erklären, was die Triebkraft der geschichtlichen Entwicklung ist. Also Marx hat gesagt, der Klassenkampf und die Entwicklung der Produktivkräfte ist die Triebfeder der gesellschaftlichen Entwicklung. Aber sie haben die Rolle des Klassenkampfes und des Proletariats überhaupt noch nicht gesehen. Für sie war das Proletariat eine ungebildete Masse, die noch nicht herausgebildet war. Und wenn sie an Proletariat gedacht haben, haben sie an das Lumpenproletariat in der Antike gedacht, die überhaupt nicht produktiv war. So Holbach hat gesagt, so die Armen sollen wir einfach arbeiten schicken, sonst machen sie nur Blödsinn irgendwie. Das heißt, sie haben irgendwie das progressive, verändernde Element des Proletariats auch noch nicht gesehen. Und sie haben noch nicht mal die französische Revolution erlebt gehabt, oder? Die Einzige, was sie gesehen haben, ist die englische Revolution mit Bürgerkrieg und Chaos und so. Und was haben sie deshalb gesagt? So, ja, wenn wir die Sitten und die Gesetze verändern wollen, der einzige Ausweg ist, den sie gekommen sind, wir brauchen einen guten, vernünftigen Monarchen. Eine konstitutionelle Monarchie mit einem weisen Monarchen, der von oben die Sitten und die Gesetze vernünftig gestaltet. Und wir haben auch noch ein paar Rezepte, wie das vernünftig am besten ausschauen könnte. Genau, das heißt, sie waren Inspiratoren der französischen Revolution, aber in Wahrheit waren sie selber eigentlich fast ausschließlich Anhänger einer konstitutionellen Monarchie.
weil sie sonst sich nicht vorstellen haben können, wie man sonst die Gesellschaft verändern kann. Genau. Und dieses Element, die Entwicklung erklären zu können, die Revolution als solche in der Geschichte zu sehen, das ist später gekommen, oder? Ein Hegel, der nicht viel später dann war, der hat in seiner Jugend schon die Französische Revolution gesehen. Der hat schon erste chemische Experimente und sowas gesehen. Und der hat dieses aktive, sich entwickelnde Element viel klarer fassen können. Der französische Materialismus und auch der englische, der mechanische Materialismus, hat diese Antwort nicht geben können. Sie haben nicht erklären können, wie sich Dinge verändern und wie die Bewegungsgesetze funktionieren. Genau. Das heißt, sie waren einfach in einer gewissen Sackgasse und diese Art, die Formentwicklung, die Veränderung zu erklären, dieses Element ist vom deutschen Idealismus von Hegel gekommen. Und das war der nötige Verknüpfungspunkt, um diese Sackgasse dieser mechanischen Materialisten zu durchbrechen. Die Dialektik hat eben die Entwicklung, die Formveränderung und die geschichtliche Betrachtung geliefert. Weil nur wenn man die Geschichte und die Entwicklung und den Fortschritt in der Entwicklung sucht, kann man halt auch die Gesellschaft verstehen und wie man sie verändern kann. Und die Fragen, die französischen Materialisten aufgeworfen haben, auch beantworten. Und das hat halt auch wiederum nur 100 Jahre später dann schließlich der Marxismus geleistet, oder? Das heißt, die nützlichen Teile dieser Philosophie, dieser revolutionären Philosophie, sind direkt in den Marxismus übergegangen und er hat die besten Teile der Philosophie mit der realen Welt und mit dem Klassenkampf und der Naturwissenschaft vereint. Das heißt, die besten Teile der materialistischen Philosophie der Aufklärung haben direkt dazu beigetragen und waren sogar die Voraussetzung dafür, dass der Marxismus entstehen konnte. Und dafür, dass Marx und Engels überhaupt ihre Ideen entwickeln konnten. Und der Anspruch der Aufklärung, die Welt vernünftig erklären zu wollen, Entwicklungsgesetze zu finden, also die Regeln der Welt zu finden, das war der richtige Anspruch und das ist auch unser Anspruch, oder? Die Antwort auf diese Frage, wie gesagt, liefert der Marxismus. Die Bürgerlichen können diese Fragen nicht beantworten. Sie verwerfen daher heutzutage die Vernunft. Sie sind das konservative Element, das sich an die schlechtesten Seiten dieser Philosophen klammern und sie verknöchern. Sie sind die Vergangenheit. Aber das Proletariat, der Marxismus, das sind die Ideen der Zukunft und der Veränderung und der Revolution.